Nachdem wir letzte Woche in diesem Video hier oben die zwei wichtigsten unbestiegenen Berge der Welt als Thema hatten, schauen wir uns heute den härtesten Kontrast an, den man nur irgendwie haben kann. Die am häufigsten bestiegenen Berge der Welt und wieso sie so überrannt werden. Bevor viele von euch schreiend davonlaufen, weil überlaufene Berge das Schlimmste für euch sind, keine Panik, ihr müsst ja nicht rauf und seid vielleicht so gewarnt, falls ihr doch eher Liebhaber der Einsamkeit seid. Zu Beginn muss ich vielleicht kurz klarstellen, dass wir keinerlei Möglichkeit in der alpinen Welt haben, die Besteigungszahlen einheitlich zu dokumentieren. Es gibt also nur eine relativ dünne Datenlage, vor allem im Sinne der Zuverlässigkeit der Aussagen. Aber in zwei Punkten ist es definitiv möglich, die Besteigungen möglichst gut in eine Zahl zu quetschen. Zum einen sind das Berge, die nur über Permits bestiegen werden dürfen, so wie der Aconcagua, der Mount Everest und viele mehr. Zum anderen geht es auch über die Besucherzahlen von relevanten Hütten und die Zahl der Bergführertouren. Leider sind hier regional ein paar Probleme mit der Zuverlässigkeit zu umschiffen, aber ich werde euch jetzt einfach mal die Berge vorstellen, die sicher keine Einsamkeit beheimaten. Der Kalapatar ist ein Berg, der europäischen Bergsteigern ganz oft überhaupt kein Begriff ist. Zu Recht, er ist nämlich relativ trivial. Im Kumbu-Tal in Nepal liegt er. Jedoch hat er mit 5.645 Metern Höhe vor allem die Höhenluft als größte Herausforderung zu bieten. Sein einfacher Weg und vor allem seine Lage sind aber der Hauptgrund, aus dem der Berg bestiegen wird. Er liegt nämlich am Fuße des Mount Everests und ist vom Basecamp aus in wenigen Stunden zu erreichen. Als Aussichtsberg und als Akklimatisationstour ist er daher auch recht beliebt. Und das spiegelt sich letztlich auch in seinen Besteigungszahlen wider. Zwischen 40.000 und 50.000 Menschen stehen jedes Jahr auf dem Gipfel des Kalapatar. Die abgebrochenen Besteigungen sind nicht mitgerechnet. Die Dunkelziffer jener, die am Weg also dementsprechend umgedreht haben, nochmal höher. Der Kalapatar ist der Touristenberg schlechthin, als ein Trekking-Abenteuer für alle Basecamp-Aspiranten und Fans von Trekkings in höhere Höhen. Seine Besteigungszahlen sprechen allerdings für sich und den Stau, der in der entsprechenden Season dort vorherrscht. Ja, wer hätte denn gedacht, dass so ein Video ohne den weißen Riesen an der Grenze zwischen Italien und Frankreich auskommt? Der Mont Blanc ist der höchste Berg Europas, insofern man den Kaukasus zumindest geografisch nicht mehr zu Europa zählt. Natürlich ist das auch ein ganz offensichtlicher Grund für die entsprechende Beliebtheit. Außerdem hat er einen Vorteil, der sich immer mehr in Luft aufzulösen scheint. Er ist für eine Hochtour in dieser Region verhältnismäßig einfach. Sein Normalweg führt über mäßige Anstiege und ohne große Steileisprobleme bis auf den Gipfel. Durch die Beliebtheit ist auch die dicke Spur bis zum Gipfel kaum zu übersehen. Ich glaube, sie ist sogar von Satellitenbildern auszusehen. Dennoch ist er durch die Höhe von über 4.800 Metern für viele eine große Herausforderung und deshalb häufig mit Bergführern besucht. Vor allem dieser Umstand und die Hüttennächtigungen bzw. auch die strikte Dokumentation der Region geben einen guten Aufschluss über die Besucher und die Frequentierung. Stolze 30.000 Menschen erreichen pro Jahr den Gipfel des Mont Blancs. Ein Großteil der Besteigungen entfällt auf die Zeit Anfang Juli bis Mitte September, also schlappe 80 Tage. Das ist natürlich eine ordentliche Hausnummer und führt auch dazu, dass Stau, überbuchte Hütten und ein Jahr zuvor gebuchte Schlafplätze eine klassische Begleiterscheinung darstellen. Doch eine Sache macht den Mont Blanc in dieser Linie zu etwas Besonderem. Durch seine Lage und Höhe erleidet er gerade einen harten Cut, was die Besucherzahlen betrifft. Denn immer mehr Bergführer weigern sich, den Mont Blanc als geführte Tour anzubieten. Und das, obwohl der Mont Blanc einer der teuersten Berge für Kunden wäre. Woran liegt das? Vor allem am immensen Steinschlag, der mittlerweile in den Sommermonaten streckenweise für absolute Lebensgefahr sorgt und zuletzt immer mehr zu festsitzenden Seilschaften führt oder auch Schwerverletzte und sogar Tote fordert.
Die Bergführer reagierten, natürlich auch, um ihr eigenes Leben zu schützen. Die Gefahr schlichtweg nicht mehr vertretbar. Der Permafrost und die Eisschmelze geben Felsen frei, die zertrümmern und unweigerlich auf die Route des Normalwegs stürzen. Auch die Region Chamonix hat darauf reagieren müssen. Phasenweise wurde die Hütte komplett gesperrt, teilweise wird über Kautionen und Permits mittlerweile nachgedacht, um den Ansturm auf den Mont Blanc abzufedern und die Menschen mit dem Risiko besser konfrontieren zu können. Gleichzeitig wird dadurch die Freiheit, die Berge in Europa zu besteigen, eingeschränkt und auch die Selbstbestimmung im Sinne des Risikos beschränkt. Die Unterstellung, dass es sich um Geldmacherei handle, kommt ebenfalls immer wieder auf. Alles in allem ist aber, egal wie man den Mont Blanc nun sieht, klar, dass sich hier in den nächsten Jahren an den Besucherzahlen einiges ändern wird. Ja, war ja klar, dass der hier reinkommt, oder? Muss ich zu diesem Berg eigentlich noch viel sagen, außer vielleicht... Aber wenn ihr wirklich dorthin geht mit offenen Augen, dann werdet ihr nicht mehr so zurückkehren, wie ihr hingereist seid. Naja, gut, vielleicht braucht es doch ein wenig mehr Kontext. Der Kilimanjaro mit 5895 Metern steht in Tansania und ist ein wichtiges Wahrzeichen des Landes. Außerdem ist er der höchste Berg des gesamten Kontinents Afrika. Das allein würde ihn natürlich schon sehr interessant für Superlativsammler machen. Aber wäre das nicht genug, ist er durch seine Form und seine Lage auch schlichtweg extrem beeindruckend. Klar, als Vulkan ist seine Form sehr bekannt, aber durch dieses freistehende Dasein wirkt er nochmal viel imposanter. Der Kilimanjaro ist strikt reglementiert, doch es gibt keine Obergrenzen für Besteigungen. Für die Besteigung ist eine Permit unweigerlich erforderlich. Das macht die Zählungen der Kunden und Besucher des Gipfels aber auch sehr einfach. Vor allem, weil auch klar dokumentiert wird, an welchen Punkten welche Bergsteiger Kehrt eingelegt haben. Im Jahr 2019 haben den Gipfel des Kilimanjaros rund 100.000 Menschen erreicht. Und 100.000 ist natürlich eine Zahl, die für viele Bergsteiger ein dickes, fettes No-No bedeuten würde. Der Kilimanjaro hat viele massive Probleme, ist aber natürlich trotzdem ein sehr beeindruckender Berg von der Ferne. Die 100.000 Menschen sind zu über 50% vor allem Touristen, zu einem kleineren Teil sind die Personen am Gipfel Guides, also lokale Bergführer, Träger und Unterstützungskräfte für die Touristen. Somit liegt die bereinigte Zahl an Touristen auch deutlich unter 100.000 Menschen. Der Kilimanjaro hat aber einen rein rechnerischen Vorteil gegenüber Bergen wie dem Mont Blanc. Während am Mont Blanc lediglich 2,5 Monate ausreichen müssen, um den Berg unter möglichst einfachen Bedingungen zu besteigen, hat man am Kilimanjaro im Prinzip das komplette Jahr dafür Zeit. Natürlich gibt es auch hier länger andauernde Off-Seasons, zum Beispiel die Regenzeit, in denen kaum Leute unterwegs sind, aber diese beschränken sich auf wenige Monate. Ungefähr 9 Monate lang ist der Kilimanjaro ziemlich gut besucht und einfach zu besteigen, was die 100.000 Menschen etwas besser aufteilt als die 30.000 Menschen am Mont Blanc. Trotzdem sind die Massen am Mont Blanc sehr viel unscheinbarer als am Kilimanjaro. Kalapatar in Nepal, der Mont Blanc in Frankreich, der Kilimanjaro in Tansania. Und natürlich gibt es mit dem Aconcagua, dem Cotopaxi und dem Mount Rainier auch in Nord- und Südamerika Berge, die es in Sachen Besucherzahlen absolut in sich haben. Aber allein die drei vorgestellten Berge haben pro Jahr zusammen fast 200.000 Menschen auf ihren Gipfeln stehen. Und ganz ehrlich, nach so vielen Leuten müssen wir das Video ja jetzt nicht noch weiter auf die Spitze treiben. In diesem Sinne, schreibt mir jetzt mal gerne in die Kommentare, ob ihr überlaufene Berge eigentlich schlimm findet und meidet oder ob euch das einfach egal ist und ihr euch einfach denkt, dass das ja einen guten Grund hat, warum da alle hoch wollen. Freue mich da sehr auf eure Meinungen und Sichtweisen. In diesem Sinne wünsche ich euch natürlich, wie immer, bis zum nächsten Mal eine wunderschöne Zeit und Bergheil!